Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Hearthstone. Ich sitze irgendwie wieder ganz komisch. Ich muss mal die Kamera richten. So. Hallo. So, ja, ich habe das neue Kartenchaos mir angeguckt, beziehungsweise noch nicht angeguckt. Und irgendwas anscheinend mit Kampfschrei, Todesröcheln, Zauber oder Morlocks. Und irgendwie muss man einen Bonus auswählen. Ich habe jetzt mal ganz viel mit Todesröcheln gemacht, weil ich Todesröcheln eigentlich ganz lustig finde. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Wahrscheinlich die meisten Karten, also von wem man die meisten Karten hat, da kriegt man irgendwie einen Bonus drauf. Da stand irgendwas von einem Bonus auf jeden Fall. Und da dachte ich mir so, mal gucken. Da hat gerade das Telefon geklingelt. Gucken wir uns das mal an, muss ich mal so sagen. Ich dachte, Jäger passt da ganz gut zu, muss ich's. Okay. Also das ist schon mal gut. Den brauche ich im Moment noch nicht. Also der ist gut. Das ist gut. Das ist ein ganz ordentlicher Hand am Anfang. Ich weiß noch nicht, was genau das jetzt... Ach, okay. L3 Rüstung, wenn ihr einen Zauber ausspielt. Diener mit Kampfschrei. Ihr haltet am Ende aus, zückt einen Morlock. Diener mit Todesröcheln erhalten 1-1. Das nehme ich. Genau. Nice. Das ist ja nice. Okay, was macht er? Obwohl, das mit Zauber muss auch sau OP sein, mit Magier. Glaube ich. Obwohl, ich habe jetzt sehr, sehr viele Diener mit Kampfschrei drin. Das ist, glaube ich, ganz nice. Ich dachte eigentlich, ehrlich gesagt, sogar eher, dass da die Kampfschreie stärker werden. Zum Beispiel bei dem hier C2. Okay. Ah, mit Kampfschrei. Mit Todesrechnung, mit Kampfschrei entsprechend. Stärker werden. Okay, er hat den geholt. Interessant. Oh, gleich zwei. Interessant. Ist nicht so schlimm. Nice. Ich glaube, ich spiele sogar das hier aus. Genau. Dann greife ich ihn direkt an. Also sein Monster. What the fuck? Okay. Next try. Was auch immer das jetzt sein sollte, aber okay. Das war jetzt komisch. Oh, ich mache jetzt zwei Minuten ein Video hoch. Das geht schön schnell hochzuladen. Ist aber halt wirklich so, ne? Das geht wirklich schnell hochzuladen. Das dauert dann nämlich entsprechend auch 2 Minuten zum Hochladen. Ungefähr. 2 bis 5 Minuten, irgendwie sowas. Also nicht lange. Es kommt immer ein bisschen drauf an, ob ich noch gerade irgendwie was am Zocken bin gleichzeitig. Was dann natürlich entsprechend den Upload ein bisschen reduziert. Okay, ich würde ganz gerne viele Viecher mit Kampfschrei auf der Hand haben. Und das da eigentlich, wohl eher das da sogar. Das beides brauche ich nicht unbedingt im Moment. Der wird wahrscheinlich Zauber haben, würde ich schätzen. Das ist Kacke. Das ist eine Kackhand, muss ich jetzt mal so sagen. Ja. Wie war das? Wo war das mit Todesröcheln? Da, Todesröcheln. Genau. Wo ist das? Grüße. Genau. Das Winterhauffest ist ja vorbei. Das ist schön für dich, dass du mich grüßt. Sehr nett von dir, muss ich sagen. Oh, doch, auch mit Todesröcheln. Interessant. Hätte ich nicht gedacht. Interessant. Aber das ist ja gar nicht so schlimm, weil ich kann das zurückschicken. Oh, das ist natürlich schlau. Aber ich habe die Karte auch drin. Mach ich das so? Ja, ich mach das so sogar. Direkt angreifen. Schön. Sehr, sehr schön. Also ich spiele so ein paar Secrets, weil ich mag die Secrets. So, jetzt kannst du dein blödes Ei gleich wieder haben. Tja, schon scheiß gelaufen, ne? Muss man jetzt mal so sagen. Ach, na gut. Passiert. So, das. Plus das. Und ihn angreifen. Nice. Also 3 Schaden schon mal gemacht. Das ist schon mal nicht schlecht. Nächste Runde kann ich ihn hier beschwören. Das ist sehr schön. Okay, er greift ihn direkt an. Interessant. Okay, ein Lernwandler. Perfekt. Das finde ich sehr freundlich, dass er das macht. Weil der Lernwandler. Danke gleichfalls. Spielen wir den hier. Genau. Greifen ihn wieder direkt an. Und machen das ganze Spiel nochmal. Ich zeig ihn im Moment sehr, sehr schnell down, muss ich sagen. Ist einfach so. Okay, er ruft einen Viech und er ruft auch so ein Viech. Okay. Das ist gar nicht so schlimm.
Denn ich kann so ein Viech beschwören und hoffe jetzt mal, dass ich Glück habe. Ja, geht. Ist in Ordnung. Aber ich kann ihn halt sehr, sehr schnell umbringen. Muss man einfach mal sagen. Also er hat echt Probleme im Moment damit, sich am Leben zu erhalten. Okay. Interessant. Ja, er kann mich jetzt natürlich direkt angreifen. Das ist blöd. Allen drei Schaden, das ist sogar sehr blöd. Aber das ist gar nicht so schlimm im Moment gerade. Ich kann nämlich sein Viech vernichten. Genau. Genau, damit kommt ein schwächeres. Das ist nicht so schlimm. Beschwöre das und nice. Also er ist schon auf 12 Leben runter. Das Problem ist, ich habe jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass ich wahrscheinlich gleich keine Karten mehr haben werde. Das könnte eklig werden. Okay. Ja, er kriegt es auf ein Leben runter, ist klar. Okay, ja. Hm. War logisch. Okay. Ah, man kann mit Todesröcheln. Okay, das. Das. Achso, mehr kann ich nicht. Ja, gut. Passiert. Nicht so schlimm. Ich dachte, die Karte wäre natürlich gut, wenn das Todesröcheln wirklich erhöht werden würde. Ich bin immer überlegen, ob ich gleich noch ein Zauberdeck mache. Habe ich irgendwie Bock drauf? Der wäre natürlich... Oh, den habe ich nicht drin. Ich bin so doof. Verdammt, das war ja super dämlich. Aber gut. Ist halt dann so. Oh nice, er hat sein eigenes Viech komplett umgebracht. Sehr angenehm. Oh. Das ist nice. Wenn das so funktioniert, wie ich denke, ist das sehr nice. Ich habe schon fast gewonnen. Ich habe gewonnen. Gut gespielt. Sehr schön. Das ist doch deutlich besser aufgegangen, als ich dachte. Muss ich jetzt mal so sagen. Ja, ist egal, ob du es vernichtest. Es ist völlig egal. Ich kann mein Viech dann waffen. Ich kriege zweimal die Karte. Solange er nicht beide Viecher kaputt kriegt, was er nicht hinbekommt, hat er verloren. Er hat verloren. Nice. Zwei Karten tot. Nicht schlecht. Zack. Und zack. Sehr gut. Und Angriff. Nice. Sehr, sehr nice. Das lief gut. Muss ich jetzt mal so sagen. Jetzt gucke ich noch gleich mal. 31 Schaden. Interessant. Ja, das war's eigentlich auch schon mit dem Tod-Dings. Ich wollte ja immer nur so zwei Aufnahmen machen, oder die erste, also zwei Duelle, und die erste war halt so super kurz. Naja, nicht so schlimm. Ich finde so kurze Videos sind auch mal ganz, ganz gut. Die LOL-Videos sind immer so extrem lang. Okay, zwei blaue. Drei blaue, meine ich, sorry. Oh, golden und selten. Nice. Die für Silence anfälligste Karte der Welt. Diese. Ist halt wirklich so. Also für den, für Erdschock so. Nicht für Silence allgemein, aber für den Erdschock. Weil, Silenced macht einen Schaden. Andersrum wäre es ziemlich underpowered, so rum ist es sehr overpowered gegen diese Karte. Sehr nice. Sonst noch so. Ich könnte, wisst ihr was? Häng ich noch ein normales. 8 Minuten? Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Bearbeiten, löschen. Ja. Ich mache mir jetzt ein Mage-Deck. Mage. Und zwar mit ganz, ganz vielen, ganz, ganz vielen Zaubern. Und die Monster. Das, 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 das. Vielleicht nehmen wir die zwei davon. Davon aber zwei, davon auch zwei, davon zwei. Davon zwei, davon zwei, davon, obwohl, na, davon nur einen, davon einen, ja, ein paar Geheimnisse packen wir noch rein. Oh, das sind ein bisschen viele Geheimnisse. Ne, das ist zu viel, das ist viel zu viel. Also, kontert einen Zauber, nicht unbedingt, brauche ich wahrscheinlich nicht. Friert nicht, friert ein, davon brauche ich keine zwei Stück, davon brauche ich erst recht keine zwei, davon brauche ich auch keine zwei, davon bräuchte ich zwei, davon nicht, davon ja, davon nicht,
Davon vielleicht ja. Den hau ich einmal rein, den hau ich rein, den hau ich sogar zweimal rein. Weißt du was? Ich haue. Wo ist die Karte? Hat die noch nach eben drin? Die kann ich auch zweimal. Habe ich jetzt gerade nicht da im Kopf. Aber die da haue ich noch einmal rein, die ist gut. Außerdem. Die da. Und einmal den für den Wave Clear. Und dann haue ich noch, warte mal kurz, 5, den Drachen. Habe ich den zweimal rein? Ich haue den zweimal rein. Die ist gut. Da kann ich ziehen ohne Ende, das ist ganz praktisch. Quatsch. So. Ich habe da jetzt ein bisschen viele Sachen drin, die ich eigentlich nicht unbedingt brauche. Das brauche ich wahrscheinlich schon. Ich weiß gar nicht, ob ich Zauberlehne doch am besten schon. Das ist irgendwie, die Karte finde ich gar nicht so geil. Die auch nicht. Ich habe nicht so viel Frosten. Mecher kontrolliert habe ich nicht. Das ist natürlich sehr interessant mit der Rüstung in Verbindung. Ein Schieb brauche ich auf jeden Fall. Pure Blast. Vielleicht. Eher nicht so. Den da. Ich brauche halt auch ein paar Monster, das ist so ein bisschen das Problem. Und den da. Wir probieren es mal damit. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird, aber mal gucken. Ich habe mir das Gefühl, mein Zimmer sieht so ein bisschen so gelblich aus im Hintergrund. Das ist komisch. Naja, gut. Wird schon nicht so schlimm sein. Ich bin sehr skeptisch, ob das funktioniert, weil ich habe keine Ahnung von Mage Magier, also von Mage Zauberdecks. Ich glaube, diese Todesröcheln bzw. hier irgendwie Kampfschrei-Dinger sind deutlich einfacher zu spielen. Dann auch gegen Magier, gegen den Jäger. Das ist natürlich ganz hässlich. Ich brauche das nicht. Das schon, das auch. Okay. Das ist keine perfekte Kombo. Aber okay, ist in Ordnung. Das Problem ist, die kosten 3, fällt mir gerade auf. Ich dachte, die kosten wie beim Paladin 2. Oh, ein Morlock-Deck. Am Ende des Zuges ein Morlock 1-1. Auch interessant. Sehr, sehr interessant, genau. Für jeden Zauber, den ich ausspiele. Theoretisch gesehen müsste ich dann dafür Rüstung bekommen. Und müsste dann das Ding spielen können. Nice. Hä? What the fuck? Was haben die alle? Was haben die alle? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Alles Feiglinge. Ich glaube, so nicht die Folge. Alles Feiglinge. Geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Habe ich eigentlich schon. Ich habe noch gar nicht den neuen. Gibt es schon einen neuen Meta-Report? Inzwischen muss ich sagen, habe ich mich doch ein bisschen beschäftigt. Habt ihr vielleicht in den letzten Videos gemerkt. Inzwischen, da ich auch teilweise Decks spiele, die halt im Competitive-Bereich gespielt werden. Und nein, ich spiele sie nicht gut. Aber. Das finde ich übrigens eine schöne Kombination. Den als erstes, den als zweites, den als drittes. Perfekt. Also, naja, es wäre halt irgendwie besser, wenn der 2 und der 3 kosten würde für mich im Moment. Aber ist halt so. Passiert. Okay, jetzt muss ich gleich Magie aus da. Wenn er einen Zauber ausspielt. Genau. Noch habe ich zwar keinen Zauber gerade, aber das ist nicht schlecht. Ich hoffe, dass er jetzt einen Lernwandler beschwört, muss ich zugeben. Ein Lernwandler wäre jetzt eine schöne Sache, weil die könnte ich instant umbringen und ihn direkt angreifen. Oh, mit Kampfschrei. Mal gucken, was hat er denn mit Kampfschrei? Das ist eher hässlich. Scheiße. Das ist sogar sehr hässlich, muss ich zugeben. Heilige Witzke, ist das Kacke. Oh. Ich glaube, ich habe ein Problem. Jo. Das fängt ja schon mal gut an. Den friere ich ein. Krieg 3 Rüstungen. Greife ihn direkt an.
Ja, das fängt ja natürlich schon mal richtig geil an, muss man mal sagen. Der hat aber auch zweimal richtig Glück gehabt. Oh, fuck. Ich glaube, das ist jetzt schon lost. Ach Gott. Ja, oder? 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 Das. Und jetzt hoffe ich, dass er auf ihn geht. Komm, bitte, bitte. Nur einen. Nur. Really? Fuck you. Brauche ich zwei Züge, um die Dinger kaputt zu machen. Oh, Mann. Ist doch scheiße. Ach. Fick dich doch. Okay, den macht er kaputt. Der greift mich an. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gute. Gar nicht der gute. Das könnte jetzt schwierig werden. Ich glaube übrigens, dass mein Mage-Deck nicht funktioniert. Ich habe immer mehr die Vermutung, dass das eher ein bisschen crappig ist. Aber naja. Das wird schon gehen. Irgendwie. Irgendwann. Irgendwo. Irgendwas. Ich finde es echt schade, dass die Kampfschreiber, die Zauber da nicht stärker werden. So ein doppelt so starker Pyroschlag wäre jetzt schon lustig. Okay, das ist gut. Fuck. Hab nicht genug. Ich muss das so machen. Das ist blöd. Das ist sehr, sehr blöd. Aber gut, passiert's. Aber wenigstens kann ich gleich seine Fläche clearen. Ohne große Lebensverluste geht das. Leben noch getönt. Ich habe mich mit Competitive Decks auseinandergesetzt. Das Deck ist wahrscheinlich der größte Crap. Okay, vernichtet ein Diener. Interessant. Sehr interessant. Was Besseres gezogen? Eher nicht so. Dann machen wir es so. Das muss leider sein. Also ich kann. Das Problem ist, man kann sich halt im Moment gerade mega lange am Leben erhalten. Also das ist auch das Einzige, was mich im Moment so ein bisschen retten könnte. Behindert sein oder nicht behindert sein? Das ist hier die Frage. Na, was macht er? Ich finde lustig Sachen mit Kampfschrei am Ansturm immer. Oh, Kampfschrei scheint sehr, sehr. Oh Gott. Ich habe ein Problem. Mit ein Problem. So. Jetzt hoffen wir mal. Das ist gut. Den beschwöre ich. Den beschwöre ich. Okay. Okay. Nicht so scheiße wie gedacht. Er wird aber wahrscheinlich gleich meinen komischen Feuerfuzzi hier töten. Flammenschüler. Der ist echt, also dafür, dass er ein Flammenschüler ist, ist er ganz schön stark. Okay, was macht er jetzt? Vernichtet ihn. Oh. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Gar nicht gut. Ich hätte doch die Aufnahme beenden sollen. So nach dem Mage-Ding, ja. Ich bin einfach zu gut. Ich bin einfach ein krasser Dude und ich habe gewonnen. Vielleicht schneide ich es ja noch so. Nee, mache ich nicht. Ich will ja nicht irgendwie die Wahrheit verschleiern. Das ist doch echt zum Kotzen, ey. Ich habe hier Probleme ohne Ende. Ich habe bei dem... Scheiße, jetzt ist es gefallen. Scheiß drauf. Ich habe bei einem Deck, wo eigentlich fast nur Zauber drin sind, keine Zauber gerade. Ja, ich weiß, du zernichtest den. Das finde ich ein bisschen anzusehen. Mein anderes Deck war irgendwie besser. Oh, er macht sich immer mehr selber kaputt, finde ich lustig. Sag mal, hört der mich? Also ich weiß, ich habe... Oh, sorry. Ich weiß, ich habe ein Mikro an, aber das kann doch nicht sein Ernst sein. Ich finde den Spruch von ihm geil. Wissen es macht und ich weiß ganz schön viel. Das ist echt ein krasser Dude auf jeden Fall. Ach ja. Er hat neun meiner Kristalle und genug Karten auf der Hand, um mich echt hart zu ficken. Um es ganz gelassen auszudrücken, in den Arsch. Und das ist bestimmt nicht so angenehm.
könnte mein Monster noch vernichten oder mich direkt angreifen. Ich weiß gerade nicht, was schlauer von ihm wäre. Ich finde, sie müssten echt nochmal einen Modus rausbringen, dass man wirklich die verschiedenen Versionen aufdeckt. Und ich finde, Inspiration fehlt. Viecher mit Inspiration, vielleicht, ja gut, davon gibt es nicht so viele. Aber es, die Idee wäre cool, muss ich sagen. Och nee. Geh doch kacken. Mit deinem hässlichen Ding da. Ja, klasse. Das Spiel verarscht mich. Und zwar hart. Also es ist ganz praktisch mit den drei Rüstungen, aber es hat einfach keinen Sinn, wenn ich 9-6er Monster für mehr Bund 3 Rüstungen habe. Das ist nicht gut. Weil 9 sind mehr als 3. Für die Leute, die es noch nicht wussten. Ich glaube, das dürfte so ziemlich niemand gewesen sein. Alter, Kampfschrei ist echt stark. Da hätte ich echt auch mit meinem Todesröcheln-Deck echt Probleme gehabt, wahrscheinlich. Der haut da Kombos raus, da schlag er mir die Ohren. Das seht ihr nur nicht. Wegen den Kopfhörern. Das macht hier gerade. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich auf die Idee komme. Ich habe ein Problem. Ich spiele Geheimnisse. Warum sollte man irgendwas anderes machen? Man kann auch einfach Geheimnisse spielen, die einem nichts bringen. Yay. Ja, Junge, ich habe verloren. Das ist dir schon klar, ne? Genau. 11-8. Ich bin dann mal raus, ne? Um es mit HP Kerklings Worten zu sagen, ich bin dann mal weg. Um es tot zu sein. Ja, sorry, aber ich habe verloren. Gut gespielt. Ey, gut gespielt. Er hat auf jeden Fall besser gespielt als ich mit meinem Deck. Ja, das andere Deck war eindeutig erfolgreicher, aber war ganz lustig, muss ich sagen. Ehrlich gesagt, sogar wirklich. Ich habe ihm 7 Schaden zugefügt. Ne, 6. Sie sind aber fast umgebracht. Naja, gut. Ja. Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.